Welcome back! Willkommen zurück zur Pokémon Randomizer Nuzlocke Challenge. Ich muss mir echt mal einen anderen Anfang überlegen. Das ist auch egal, in der letzten Folge sind wir in Team Kakmas Geheimversteck angekommen. Und hier gibt es den Meisterball, den hätte ich gerne, denn dann gibt's auch, kann ich mir auch Groudon fangen und dann wird die ganze Sache auch leichter. Und, ach du Schande, hat der viele Pokémon. Und, hier gibt's auch jede Menge anderer toller Sachen, da bin ich mir ziemlich sicher. Aber jetzt werden wir erstmal die ganzen Leute hier platt machen. Wir haben in der letzten Folge Fauler bekommen, ein Faultier. Beziehungsweise ein Bummels. Und das haben wir auch schon entwickelt zu einem Mundtier. Zu Letaking wird es bei Level 36 oder 37. Also das wird noch ein bisschen dauern, aber das Ziel strebe ich an. Denn Letaking ist sehr stark. Oh, und Janmar nervt mich jetzt schon wieder mit seinem Doppelteam. Bitte treff, mein Freund. Du bist nicht mehr mein Freund. Oh, und wieder dieser Temposchub. Tempo-Taschentuch-Schub. Du musst doch nur einmal treffen. Dankeschön. Ich hoffe, du musst nur einmal treffen. Was? Ich dachte, du weißt es. Yes! Natürlich weiß ich es. Ja, ich weiß nicht, ob der Weg, den wir gerade gehen, ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist, beziehungsweise der... Ja, ob das der Weg ist zu den Meisterbällen oder zum Ende dieses Dings. Aber wir werden es ja eh merken von dem her. Warum habe ich jetzt Dreck geholt? Wegen Kreideschrei. Nein, einfach keine Ahnung. Dreck darf auch mal kämpfen. So. Ich würde ja gern Mund hier selber mal einsetzen, aber das ist zu... Ja, das klappt nicht. Ich habe keine krassen Attacken beim Mund hier. Den muss ich anders erstmal, also mit EP-Teil entwickeln. Noch geschwollen ausgedrückt. So, ein Hypno. Das ist ein Fall für Köter. Mit seinem kräftigen Biss. Apropos Köter, ich hoffe mal sehr, er lernt demnächst den guten Knirscher, welcher, glaube ich, einer der besten Unlichtattacken ist. Das muss nicht unbedingt die Bestätigung sein, aber sie ist schon sehr stark. So, Biss bitte. Oh, Spukball hätte man auch machen können. Ach du Scheiße. Okay, mach mal Spukball, mich interessiert's. Klappt auch. Ja, Spukball ist tatsächlich ein bisschen besser. Oh Mann, es wird ewig mit Fauler dauern. Wenn ich ein besseres Pokémon... Was? Okay, danke für die Hinweise. Worauf will ich hinaus? Ich hab's voll vergessen. Ja, wegen Fauler. Ich will ihn behalten, aber wenn besseres kommt, dann werde ich, glaube ich, ihn los. Weil die anderen vier... Die anderen fünf, die haben halt alle ihre Stärken. Wisst ihr, KFC ist halt mein... Oh, scheiße. Das könnte schwer werden, aber wir haben doch Guyong. Da müsste doch ein Aurora-Strahl... Oh. Ja, worauf ich hinaus wollte, KFC ist halt Feuer und Kampf. Guyong ist Eis und Wasser. Hexer ist gegen, ja, ihr wisst schon, die ganzen Finale und so. Und es hat eine ganz gute Attackenvariabilität. Köter ist Unlicht und gut gegen Psycho. Und Dreck ist einfach nur eine Maschine. Fauler wird auch stark, aber ja, das ist halt schwer. Das kommt ganz auf, wenn ich ein krasses Pokémon fangen sollte, dann... Sag mal, Latios, ist das irgendwie cool? Lapias vielleicht, du Lappen. Oh nein, das ist eine Drachenattacke. Ja, die war gar nicht mal so schlecht. Ich hoffe, jetzt sein Schutzschild geht daneben. Ich würde so gerne mal wieder einen einfrieren, aber ich weiß nicht. Okay. Ja, ich will nicht sagen, dass wir Glück gehabt haben, aber beim Volltreffer wären wir jetzt erledigt gewesen, beziehungsweise Guyong. Ja, das fängt ja schon mal wieder super an mit, ihr wisst schon, Risiko und so. Yay, Level 28. Ich hoffe, es erlernt mal irgendwie sowas wie Body Slam oder sowas, wäre ich sehr erfreut drüber. Oh, Boss, reicht das aus? Nee, du bist scheiße. Was ist hier unten? Ah, da unten geht's, glaube ich, dann schon weiter, oder? Wo ist denn mein... Da. Wieso habe ich Guyong eigentlich an erster Stelle? Ja, zum Trainieren, logisch. Wir gehen... Ich guck mal hier. Hier kann ja... Wenn hier das Ende ist, dann sehe ich es ja. Okay, hier ist... Ja, da ist das Ende. Wir gehen sofort zurück. Wir gehen jetzt erstmal in dieses nördliche Teil. Wir joggen mit dem Typen ein bisschen.
Und dann gehen wir zurück und holen uns den Meisterball. Was ist hier? Ein Nestball. Der wirkt bei schwachen Pokémon. Ich kann gar nicht sagen, so ab welchem Level noch schwach gilt. Wie dem auch sei, wir gehen zurück, holen uns den Meisterball und etliche andere Pokebälle, die da rumlagen. Dann war das der Weg dahin. Okay, ich verstehe. Ja, wir müssen jetzt hier südlich, westlich. Ja. Wie kommt man da links hin? So, ich habe keine Ahnung mehr, wie die Kombi geht. Ich fummel mich mal hier durch ein bisschen. Das war schon mal schlecht. Dann kannst du ja nur noch hier hingehen. Dann geht's nach da vielleicht. Und einmal rum bestimmt. Yay, wir sind da. Woohoo. Oh nein. Elektroball, das könnten wir sogar fangen. Laut den Regeln, aber ich möchte nicht. Leute, sofort wechseln. Wir brauchen Hexer. Denn ein Elektroball kann durchaus Finale. Das kann nicht funktionieren. Yes, yes, die Taktik ist aufgegangen. Yes. Um Gottes Willen, Leute. Wir hätten Jugend verloren. Ein Nugget und ich hoffe, ich kriege jetzt gleich den Meisterball. Meisterball! Soll ich den anderen... Ja, ich mache einen Safe. Ja, da ist doch, da ist eh jetzt das andere Elektroball, oder? Es war so klar. Ich mache das jetzt einfach, es sollte ja nichts passieren. Er wird jetzt wieder sein Finale machen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Das hätte die Jugong sofort umgebracht, da bin ich mir ziemlich sicher. Komm, los, mach Finale. Finale. Scheiße. Oh, nee. Das gefällt mir jetzt... Oh, fuck. Das kann nicht funktionieren. Ich hätte jetzt mehr Angst gehabt vor einem Funkensprung. Okay, eine Frage habe ich aber noch. Da ist ja noch so ein Ort. Nein, das war falsch. Danke. Moment, wo waren das jetzt gerade? Hier, wie kommt man denn da hin? Was liegt da? Also das weiß ich jetzt nicht. Ist ja auch egal. Wir haben den Meisterball. Und den werde ich auch verwenden. Wo ist denn Amrena? Ja, den werde ich wahrscheinlich für Groudon verwenden. Es würde ja nur Sinn machen. Ich muss aber auf eine Sache... Ich habe noch eine Idee. Wir geben mal Hexer eine Beere, genauso wie KFC. Vor einer Sache habe ich Schiss. Diese Groudon-Höhle. Nicht, dass ich da schon vorher was fange, sonst kann ich Groudon nicht fangen. Dann ist der Meisterball mehr oder weniger für ein Po. Also ich wüsste nicht, was man hier noch fangen kann. Ich habe, um ehrlich zu sein, keine Ahnung. Ich habe ihn aber immer benutzt für Groudon. Und warum sollte ich es jetzt nicht auch machen? Versteht ihr? Wie dem auch sei, wir beenden diese Höhle und öffnen mit dem Beenden dieser Höhle neue Bereiche. Das ist dieser Typ, der will, dass seine Weilma hochspringen. Das wird dann frei sein. Och, Junge. Genau. Wir werden jetzt gegen den einen Vorstandstypen kämpfen, glaube ich, damit der ablenkt, dass der Boss weggeht. Wo will ich noch hinaus? Ah, da ist noch so ein Weg. Hallo, wie geht's? Hey, du hast es geschafft. Aber es geht für dich nicht weiter, denn ich stehe vor dem einzigen Weg, wo du durchgehen könntest. So, mein Freund, was hast du denn Schönes? Ein Noctu. Sehr schick. Sehr delikat. Wie ich immer gerne sage. Und wir machen einen Aurora-Strahl. Aber es wird nicht für einen One-Hit reichen. Habe ich mir gedacht. Nein! Oh, Gott sei Dank. Warum? Och, das nervt mich ja schon wieder. Warum ist mein Jugong schneller? Also normalerweise sind Pokémon, Flug-Pokémon, ja von Initiative her ein bisschen höher. Aber anscheinend, ja, Guyong ist besser. Und Guyong bekommt ein Level-Up, da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Vielleicht auch mal eine neue Attacke. Vielleicht mal der Eisstrahl, der ist glaube ich ein bisschen stärker als der Aurora-Strahl. Wir werden sehen, ob es was wird. Eises Kälte? Was ist das? Da muss ich nachgucken. Oh. Alter! Das ist so eine One-Hit-Attacke. Ja, lohnt sich sowas? Lohnt sich sowas? Ja,
Ja, Leute, das... Ja, ich pack's mal rein, aber... Das ist sowas wie Geofisur und sowas. Oder Hornbohrer. Aber trifft sowas? Na, ihr habt's gesehen. Treffwahrscheinlichkeit 30%. Komm, wir probieren's mal. Nee. Wenn Guyong Schnüffler hätte, das wäre geil. Mach mal Surfer, bitte. Oh, nee, nicht Intensität. Ich hasse diese Attacke. Intensität ist sowas wie Erdbeben, nur dass es halt, je höher diese Zahl bei Intensität ist, desto mehr Schaden macht's. Logisch, wie so eine Richterskala. Ein Radikal. Ein Rechtsradikal. Nein. Dafür nehmen wir KFC, der will natürlich auch mal ein bisschen kämpfen. Und der kann gepflegt seinen Doppelkick machen. Und hu. Sehr schön. KFC, KFC. Ja. Gut, wir haben Vorstand Kalle erledigt. Wenn das Vorstand heißt, oder Vorsitzender, oder Vorsitzender, wenn mehr Sinn. Ja, während ich mit dir gespielt habe, wie dem auch sei, hey, 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 hey. Gut, wir haben... Wir sind in der Story weitergekommen, wir bräuchten jetzt erstmal Kaskade. Moment mal, was ist denn jetzt hier? Hä? Wo kommt das? Macht das Sinn? Wo bin ich denn jetzt? Ach nee, das ist der normale Weg. Hä? Aber wie kommt man denn? Da war noch ein Ort, wo ich noch nicht war. Wie kommt man denn da hin? Ah! Oha! Leute, Top-Elixier ist ungefähr das wertvollste, eins der wertvollsten Items. Es kann nämlich die kompletten Attacken eines Pokémon auffüllen. Das heißt, sag ich mal, wenn ein Pokémon Donner hat, Surfer hat und was auch immer hat, und du benutzt Top-Elixier, also für die Pokémon-Liga, dann sind alle Attacken aufgefüllt. Das ist richtig, richtig edel. Apropos richtig, richtig edel, wir können neue Pokémon fangen. Ich hole schon mal meinen Zettel her. Wir haben noch jede Menge Routen zum Fangen. Werden aber jetzt erstmal zum Pokémon Center gehen. Um mal alle zu heilen. Ich möchte nach wie vor die... Apropos Angel, wo gibt's denn... Ich weiß, wo es die andere Angel gibt. Ich glaube in der einen Stadt da, oder? Da werden wir auch hingehen. Ich brauche aber erstmal... Was brauche ich denn? Superschutz. Wo ist denn das? Ja, Topschutz. Warum nicht? So, der Typ ist weg. Sehr gut. Ach ja, mein... Ich habe noch immer das Kunstrad. Oh. Ja, ich kann das hier. Das bringt mir überhaupt nichts. Okay, wir heilen unsere Pokémon und dann werden wir zu Route 124 gehen. Das ist nämlich auf meinem Zettel hier noch nicht abgehakt. Das heißt, wir können da etwas fangen. Aber ich möchte erstmal in die nächste Stadt rein. Und da möchte ich mal kurz auf die Karte hier gucken, denn ich weiß nicht, wie die Stadt heißt. Moosbach City. Ja, das habe ich vergessen. Moosbach City, dort werden wir hingehen. Ich glaube, da ist der... Wohnsitz des Profi-Anglers. Den werden wir ein bisschen belästigen. Und wenn er da nicht... Moment, was ist denn hier? Ein Hotel, das habe ich glaube ich schon mal angeguckt. Die Wettbewerbshalle, die interessiert mich nicht. Da ist glaube ich der Attacken-Verlerner. Was ist denn hier drin eigentlich? Hallo? Huch, was, wie? Was ist denn das? Ist das Erholung? Es ist Erholung. Brauche ich jetzt nicht. Obwohl. Für Leta King vielleicht. Ah, ich behalte mal. Oh. Wir brauchen Schutz. Wir brauchen Schutz vor den bösen Wasserwesen. Wer auch immer das sein soll. Wir wollen... Ich will nach Moosbach City ohne Unterbrechung am besten. Okay, was ist denn da oben? Nichts, gut. Okay, in Moosbach City werde ich mich wie gesagt umgucken. Hier könnten wir tauchen, das können wir doch nicht. Oh, stimmt, jetzt müssen wir wieder jemanden Taucher und Kaskade beibringen. Was ist denn hier? Nichts. Hey, was ist denn das? Haus des Schatztauchers. Nee, ich glaube hier kann man so Sachen im Ozean suchen und dann kriegt man Feuerstein und sowas. Moosbach City. Oh, Leute, wir können auch in Moosbach City was fangen. Weil... Ja, ist das geil. So, Freunde, Moosbach City. Wir gucken mal, wo oder ob der blöde Angler hier ist. So.
Gucken wir mal hier rein. Ich glaube, der ist hier. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Was hast du? Mein kleiner Bruder liebt es, die Geheimbasen von... Ja, okay, schön, wenn er in andere Gebäude einbricht. Oh, was macht Troy denn hier? Das ist mein Zuhause. Ah! Er gibt mir VMOH. Taucher. Weißt du, wo der Profi-Angler ist? Nein, okay. Wir werden Taucher gleich mal... Ja, Yugong kann ich es nur erlernen lassen. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Wisst ihr, Eis ist Kälte, warum sollte es treffen? Ich werde, wäre es mir eh viel zu schade. Taucher. Das müsste doch auch Kaskade erlernen, ey, scheiße. Leute, muss... Hier ist doch der... Ich dachte, der Superangler ist hier. Was ist denn das für ein Hans? Hallo. Es mag Pokeriegel gelb. Danke, dass du diese tolle Information für mich rausgepickt hast. Oh Mann, ich dachte, ihr wäre der Superangler. Was ist hier drin? Oh, ein alter Mann. Als ich noch jung war. Ich beobachte... Was ist denn hier? Warum machen die hier eine Tür rein? Das macht irgendwie keinen Sinn. Junge, du da, hast du die Angel? Was mag da wohl passiert sein? Ja, keine Ahnung. Hallo? Oh, ja, danke für diese blöde Geografiestunde oder sonstiges. Was ist hier? Ein weißer Felsen. Lebt hier der Superangler? Der ist wahrscheinlich komplett woanders. Oh. Briefe tauschen. Hier ist ein... Ah ja. Raumfahrtzentrum. Was? Gut, dass ich mich daran überhaupt nicht erinnern kann. Hey, was ist denn hier für ein Riesenbaum? Junge, was bist du für einer? Ja, Kindchen. Ja! Ja, das muss er sein! Ja! Super! Ja, ja, gib her. Danke, Freund. Wir haben die Superangel. Ich habe mich nicht geirrt. Und jetzt können wir, glaube ich, noch bessere Pokémon fangen. Wir fangen gleich in Moosbach City an. Und zwar genau da, wo ich aufgetaucht bin. Oder hier gleich. Machen wir es hier gleich. So, die einzige Sache, ich habe nichts. Doch, ich habe Toxin. Köter! Oder habe ich noch irgendwas? Ich habe leider keinen Gainer oder so, weil schlafen finde ich mal ein bisschen besser. Ah, ich liebe dich, Logok, ehrlich. Wer hat denn die besten Attacken für einen Schönheitswettbewerb? Keiner. Okay. Wie dem auch sei, ich mache mal den Sicherheitssafe und dann werden wir was fangen. Ich hoffe, was Gutes. Am besten wäre so ein legendäres Flug-Pokémon dann. Ja, fliegen und so, ne? So, Freunde, jetzt wird's interessant. Okay, bitte. Egal, ob Flug-Pokémon oder nicht, irgendwas Gescheites. Ja, wie oft muss ich drücken? Ich drücke immer einmal. Oh, ich hab's! Ich hab's! Hoho! Ja, Leute, jetzt wird's interessant. Ein Glutexo? Da muss ich mal ganz kurz in die Regeln schauen, denn ich habe keine Ahnung, ob ich es nochmal fangen kann. Kann ich es nochmal fangen? Warte mal, sorry Leute, das ist mir jetzt aber wichtig. Pokémon Nuzlocke. Weil ich habe schon ein... Ich habe ein Glumanda... Ja toll, da weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt geht. In jedem Gebiet, das zum ersten Mal betreten wird, darf nur das erste Pokémon gefangen werden. Ein Pokémon, das besiegt ist... Ja... Leute, ich glaube, wir können es einfach nochmal fangen. Ist das geil? Ist das Hammer? Ich meine, ob es klappt, ist jetzt was anderes, aber trotzdem. Krass, ein Glutexo. Und es hat Flammenwurf. Ich liebe es jetzt schon. Sag mal, bin ich eigentlich völlig doof? Nein! Oh, Alter. Ey, wenn es jetzt Flammenwurf, dann wäre Köter erledigt. Moment mal, stopp, wir gehen das mal anders an. Alter, ey, jetzt habe ich aber Panik geschoben hier. Sorry fürs Schreien. Ich muss mal kurz Moosbach City durchstreichen. Moosbach. So. Dann könnten wir ein Xenerobell ja auch fangen, was?
Mach mal Kreideschrei, bitte. Ja, Leute, ich habe ein Problem. Ich kann ihn nicht jetzt vergiften oder sonstiges. Ich könnte bestimmt schon, aber, das wäre jetzt sehr schwierig. So, wir machen ein bisschen Kreideschrei. Ich weiß, dann können wir nicht mehr so viel machen. Ich brauche Toxin, wenigstens einmal. Komm, mach doch. Ja, dann machen wir was anderes, dann heilen wir erstmal. Boah, ich habe gerade echt Angst gekriegt. Ich war so blind vor Fanglaune. Ne, ein Hypertrank wäre eine Verschwendung. Ich will's fangen, also ich will's versuchen. Ich meine, es ist nicht safe, dass ich's fange, aber es gibt keine Regel, die halt sagt, ich darf's nicht fangen. Das ist das Geile. Och, Mann, nervt der. Komm, noch eine Kreideschrei, dann wäre ich schon mal sehr zufrieden. Danke. So, wir probieren es nochmal. Vielleicht setzt er Raserei ein. Da wäre ich sehr froh drüber. Wetten, jetzt kommt der Flammenwurf. Mach Grimasse. Du bist ein Wichser, weißt du das? Wir müssen wieder wechseln. Ja, ich weiß, KFC kann nicht viel machen, aber... Vielleicht kann ich ja wenigstens eine Attacke irgendwie ansetzen. Oder dass es vielleicht brennt. Das wäre eine Möglichkeit. Wir werden mal Glut einsetzen. Ja, Hitzekoller wäre schlecht. Komm, verbrennen. Ich weiß, das ist total unlogisch, aber es wäre super. Na, jetzt trifft es natürlich nicht mehr was. Ja, verbrauche ich deine ganzen Flammenwurf-Dinger. Leute, wir hätten dann unser Flug-Pokémon. Weil mit einem weiteren Level hätten wir dann das Glurak. Das wäre der Obershit. Meine Güte, geht mir der auf den Sack. So, es ist jetzt im gelben Bereich. Leider noch keine... Wir könnten es ja mal versuchen, es wird eh nicht funktionieren. Konfusstrahl habe ich mir auch überlegt, aber das wäre jetzt schwierig, denn ich habe schon zweimal Ding geschafft. Kreideschrei und dann ist es mir einfach zu unsicher. Wir probieren es mal. Oh nein, nein, nein! So ein Mistkerl! Einmal Glut mache ich noch. Ach so, mit dem Treffen war ja ein Problem da. Ja, und jetzt noch immer weiter. Scheiße! Lasst mich's versuchen! Ich muss es irgendwie in den roten Bereich kriegen. Glut wird auf jeden Fall jetzt kein One-Hit, da bin ich mir ziemlich sicher. Oh, hat es nervige Attacken. Raserei, Rauchwolke, Flammenwurf hat's einfach mal. Es hat Flammenwurf. Ne, es kriegt halt dann noch Fliegen und dann mal schauen. Es ist nervig. Ah! Citru! Eigentlich eine Verschwendung jetzt für einen Kampf mit dem wilden Pokémon, aber egal. Soll ich es nochmal mit Köter versuchen? Wir versuchen nochmal eine Kreideschrei. Jetzt bin ich mal sehr gespannt, wie viel das abzieht. Ja, nicht ohne. Nicht ohne. Es hat 15 Mal Flammenwurf und es hat auch jetzt bestimmt schon mindestens 6 Mal Flammenwurf eingesetzt. Das müsste doch... Scheiße, es ging daneben. Das wäre die Möglichkeit, dass ich all seinen Flammenwurf jetzt irgendwie wegbringe, aber das ist doch jetzt irgendwie Käse. Aber es wäre halt ein Glurak, Freunde. Es wäre ein fucking Glurak. Mann, wieso habe ich denn keinen Sandwirbel oder so von irgendeinem Viech? So, Yugong, jetzt ist deine Zeit. Ja, ja, er kann aber nichts machen. Denn sonst ist das Glutex so erledigt. Oh, jetzt macht's Grimasse. Immer in den unpassendsten Momenten. Es wäre passend, wenn das bei Köter einsetzen würde. Den ich jetzt hole! Und ich schreie mal wieder blöd rum. Wie ist denn das jetzt mit Bedroher? Habe ich jetzt ihn schon wieder gesenkt? Oder ist es jetzt weiter gesenkt? Okay, jetzt könnte es funktionieren. Rauchwolke macht es nicht einfach, aber es ist jetzt ungefähr 50-50. Probieren wir es. Yes! So, Freunde, jetzt wird es sehr interessant. Ob wir es schaffen, keine Ahnung. Das Problem ist jetzt Flammenwurf und so. Mal gucken, wie viel zieht es ab. Leute, ich habe ein richtiges Problem jetzt. Okay, ich habe doch kein Problem. Guyong. So, jetzt haben wir doch mehrere Fangmöglichkeiten.
Kujong wird hier nichts. Ja, jetzt macht's wieder Raserei. Es macht immer nur bei Köter den Flammenwurf. Als wenn er es weiß. Jetzt gucken wir mal kurz. Okay, wir probieren es mal. Das könnte vielleicht auch reichen. Warte mal, Wiederball. Wir machen den Wiederball, oder? Nee, ich mache erstmal Hyperball. Komm bitte, wenn es klappen würde, wäre es ultra, ultra. Wir haben es geschafft. Leute, wir haben es geschafft. Wir kriegen unser Glurak doch noch. Ja, ist das geil. Ja, Glutexo, natürlich kriegt er den Namen. Ja, denselben Namen nehmen wäre blöd. Deswegen heißt es jetzt, ja, ich könnte wieder Version 2 machen, oder? Ja, aber wieder Backfire ist doch lame. Dann nenne ich es halt jetzt Rear. Ich wollte es erst Rearfire nennen, dann nehme ich es jetzt Rear. Rear heißt ja auch hinten, also. Leute, wir haben es doch noch. Wie viel Glück kann man eigentlich haben? Yes. Und das kommt dann rein für Fauler. Oh, geil. Ich meine, ich hätte auch gern... Nein, stopp. Ich hätte auch gern das Letaking, bin ich ganz ehrlich. Aber wir haben jetzt was... Habe ich noch irgendwo einen Sonderbonbon? Nee, den habe ich alle verbraten. Scheiße. Oh, ist das geil, Freunde. Oh, Hammer. Leute, ich will sofort das Glurak haben. Deswegen... Wo kriege ich jetzt am schnellsten Sonderbonbon her? Ja, beim Ding gibt es immer was. Wie heißt es denn? Beim Rätselhaus. Aber da will ich jetzt nicht hin. Deswegen werden wir das Glurak trainieren. Was hat denn der jetzt? Ja, Mann, es hat Flammenwurf. Das ist eine mega starke Attacke. Ich werde es auch Stärke erlernen lassen, denn Stärke ist eine sehr gute Normalattacke. Kann er auch. So. Ja, bitte. Für Raserei, das mag ich nämlich nicht. Und dann heilt gleich. Heilt. Und dann halt gleich noch fliegen. Juhu. Ich bin so happy. Bin so fucking happy, Freunde. Soll ich jetzt hier in diese Arena schon reingehen? Oh, das ist auch riskant, meine Freunde. Riskant, riskant. Ich könnte auch jetzt ein bisschen surfen und ein paar Wasserleute erledigen. Apropos, wir haben noch die gesamte Region um Fausthafen City. Die werden wir zum Trainieren nutzen. Und dann kann ich endlich wieder das Rad umtauschen. Bei Radler. So. Oh Mann, ey. Wie kann man nur so viel Glück haben, ehrlich. Route 124, wir können hier fangen. Das will ich aber noch nicht. Einmal, nein, ich will erst einen Superschutz verbraten. Oh, wir haben auch Normalschutz. Egal. Wo sind die? Da ist einer. Hey, ich tauche tief hinab. Schön für dich. Ich möchte bitte irgendwas Pflanzenmäßiges. Das ist nicht pflanzenmäßig, das ist gefährlich. Halt, ich möchte nur mal die Attacken ordnen. Flammenwurf nochmal so. Scheiße. Falsche Taste, Freunde. Falsche Taste. Oh, scheiße, ich habe ein Riesenproblem. Okay. Leute, das Riesenproblem... Alter, sag mal, wie viel hat denn das jetzt abgezogen? Nicht schlecht. Leute, das Riesenproblem war gerade, ein Camerup kann, glaube ich, auch Intensität. Und das hätte ein Riesenproblem geben können. Oder das da. Selbst das könnte zum Problem werden. Ja, was mache ich jetzt? Ich habe voll das Problem. Köter. Köter. Ja, ihr seht's, Freunde. Dass manche Pokémon, die sind jetzt richtig gefährlich. Und die können meinem ganzen Team gefährden. Ja gut, Bodycheck ist nicht so... Wir machen mal einen Spukball. Das dürfte aber, glaube ich, nicht so viel abziehen, oder? Na ja, doch, doch, doch. Es hat, glaube ich, keine Intensität, obwohl er jetzt drei Attacken gezeigt. Mal gucken, was die vierte ist. Aber ich will gar nicht wissen, was die vierte ist. Mach's einfach fertig. Zack. Danke. Schön. Gut gemacht, Köter. E-Beams, stolz. Ein Blitzer. Ja. Yeah. Ich habe nichts gegen so ein Pokémon. Ich habe echt nichts. Überlegt euch das mal.
Was hilft? Ja, Boden. Ich habe keine Bodenattacke, aber ich habe Dreck. Dreck ist gut gegen solche Viecher. So, die folgende Taktik wird oft bei Dreck benutzt. Eine Kreideschrei und dann Schlammbad. Oh nein, nicht doch das. Danke für die Konzentration, Dreck. Und jetzt mach dein Schlammbad. Und dann haben wir's. Hör doch auf damit! Das nervt schon wieder. Jetzt mal Ruckzuckhieb. Ja, es war so klar. Diese Penner. Komm schon. Nein, hör doch mit Sandwirbel auf. Was ist denn das für eine scheiß Attacke? Hat er keine andere Attacke? Danke. Danke. Das war's. Ja, ja, ja. Blitzer wurde erledigt. Ah, ich hab Ding nicht eingesetzt. Stimmt, das habe ich jetzt voll vergessen. Ich wollte doch Dreck einsetzen. Ich meine Rearfire. Rearfire klingt jetzt so befremdlich. Aber egal, wir kämpfen weiter. Ich möchte das Glurak noch in dieser Folge. Das ist meine letzte Amtshandlung. Nee, in den Süden will ich noch nicht. Ich möchte in den Norden. Hey! Ich lese eigentlich gerne Hey hier, denn Hey kommt immer vor Entwicklungen, aber jetzt will der Typ Hey und so. Was hast du denn? Ja! Das schafft Rearfire. Dank einem gepflegten, ja, eine Stärke. Du, du, du. Schön. Nee, nicht Kreideschrei. Schade, dass er keinen Glut hat, denn so muss ich immer diese Attacken einsetzen. Ist nicht so schön. Aber wir lernen ja dann noch fliegen. Und vielleicht finden wir noch irgendwann mal was anderes. Von dem her. Perfekt. Obwohl. Naja, Freunde, es ist ein Luturzel. Ich bitte euch. Das müsste normalen Schaden machen. One Hit. Bitte irgendwas, was leicht, so ein Bisaflor oder so. Oh! Kann das gefährlich werden? Ich wüsste nicht wie. Oh, scheiße! Ja, da bin ich ja mal wieder geleimt gewesen. Aber er greift als erstes an. Das ist mein Vorteil. Und es brennt! Gut, dann machen wir es jetzt ganz normal, ganz auf Sicherheit. Wir machen jetzt Rauchwolke. Okay, es checkt Spiegeltrick nicht. Was? Ach so, um Gottes Willen, ich dachte schon. Wie ich hier wieder rumschrei. Ich hatte gerade Angst. Ich dachte, es ist sowas wie Konter, was halt einfach den Schaden dann wieder neu macht. Boah, Alter, Todespanik. Todespanik, Freunde. Ja, ich weiß, ich will nur, dass es wegen der Verbrennung jetzt kaputt geht. Hooray! Ibitak ist on fire! So, noch einen guten Gegner und dann ist es das auch gewesen. Hallo? Nein, guck mich an. Danke. Ich fange an, mich beim Schwimmen zu langweilen. Ja, wenn du auf derselben Stelle rumkauerst, was erwartest du dann? Trottelfrau. Oh nein. Ein Kindwurm, da kann der Flammenwurf nicht viel mithalten, aber Stärke. Stimmt, das hätte ich noch gerne. Ja, Dragoran hatten wir ja schon. Ah, so schade einfach. Nichtsdestotrotz, es bringt nichts rumzujammern. Wir haben uns doch mittlerweile in eine sehr gute Lage verschafft. Fluffeluff. Das ist doch das ganz Schwache, oder? Oh, ein Fluffeluff. Okay. Wir machen das Fluffeluff kaputt. Es hat zu viel KP. Reicht das? Nee. Panzeraeron. Yes. Das ist ein Stahl-Pokémon. Stahlflug. Und jetzt wird es erstmal in Brand gesetzt. Und ich begrüße Glurak. Doch noch. Yes, Freunde. Endlich. Ich habe es doch noch hinbekommen. Ein Glurak. Oh, es ist eine Wohltat. Schwimmerin Ilona. Schaue zu, wie sich Rearfire entwickelt. Ja! Wie viel Glück ist das eigentlich? Leute, ich glaube, ich werde noch einmal was fangen. Aber jetzt wüsste ich dann echt nicht, wen ich austauschen sollte, denn, okay, ich wüsste noch ein Pokémon, was ich... Geil. Was ich austauschen würde, wenn ich einen Arktos finden würde, dann würde ich es für Yugong austauschen. Flügelschlag. Ja, gefällt mir. Dann kann es Flügelschlag, Fliegen und Rauchwolke. Ja, Flügelschlag und Rauchwolke mache ich weg, meinte ich. Trottel.
Leute, wir haben es. Wir haben es. Ist das schön. Oh, herrlich. Und wir haben jetzt auch noch ein Flug-Pokémon. Es hätte nicht besser laufen können. Wirklich nicht. Ich muss den Sicherheits-Safe machen, bevor ich mich hier wieder vertue mit dem Speichern. Das ist mir schon mal passiert. Da musste ich eine ganze Folge neu machen. Da ist aber nichts passiert, soweit ich weiß. Ich musste sie trotzdem neu machen. Nicht so toll. So. Wir sind auf Route 124. Ist das richtig? Ja, wir fangen jemanden. Ja, jetzt ist es natürlich schwierig. Also schwierig in Bezug auf, was jetzt mein Favorite Pokémon wäre. Ich kann es euch ehrlich gesagt nicht sagen. Ich habe keine Ahnung. Nein, Köter. Schutz ist eingesetzt. Ja. Saven wollte ich noch. Ja, Freunde, ich wüsste jetzt nicht, was ich oder wen ich dann austauschen soll. Ich glaube, das mache ich dann einfach spontan. So. Jetzt bin ich sehr gespannt. Die rote Kugel, die bringt mir nichts. Konzentration. Hat nichts gebracht. Noch einmal. Okay, er will nicht mehr. Mach mal hier. Junge, wenn du nur 3 Sekunden da ungefähr, noch nicht mal eine Sekunde meine ich, da bist, dann nützt es ja nichts. Und noch einmal. Yes! Und? Glurak. Alter! Was sind denn das für krasse Pokémon? Aber ich kann doch nicht noch ein Feuer-Pokémon mitnehmen. Ja, also ich wäre ein Dilettant oder ähnliches, wenn ich mich beschweren würde über einen Arcani Level 35. Die Sache ist halt, wir haben dann 3 übermächtige Feuer-Pokémon. Yes! Wir wechseln schnell zu Dreck, damit der ein bisschen Kreideschrei machen kann. Ja, die Sache ist halt einfach, wenn ich... ich kann es nicht mitnehmen, Freunde. Es ist geil, aber... Ich kann es nicht mitnehmen, einfach aus dem Grund, weil ich habe schon 3. Und ich glaube, wenn ich es mit Glurak und mit KFC vergleiche, dann ist das das Schwächste. Obwohl das schon extrem schade ist, weil es ist krank. Ich hatte es auch selber noch nie, tatsächlich. Ich werde es mal auf Standby lassen. Vielleicht kann ich dann irgendwann mal so eine Taktik irgendwo lesen mit einem Arcani. Okay. So, nochmal Kreideschrei. Dann werde ich es nochmal versuchen. Jetzt gucken wir erstmal, wie viel Gift abzieht. Okay, es ist dann genau im roten Bereich. Die Attacke ging leider daneben. Okay. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, ja. Wir konnten das Arcani nicht fangen. Ich streiche natürlich das hier noch durch. Ja, ist natürlich schade, aber, weinen ist jetzt fehl am Platz, denn wir haben wirklich sehr viel Glück. Oh, den habe ich noch gar nicht besiegt. Das machen wir dann in der nächsten Folge von der Pokémon Randomizer Nuzlocke Challenge. Wir haben trotzdem noch ein Glurak bekommen. Mehr Glück geht fast gar nicht. Und damit können wir dann in der nächsten Folge weitermachen. Und wenn ich mir das Team so angucke, das ist schon richtig, das fetzt schon. Ja, das mittelfristige Ziel oder fast auch kurzfristig ist, alle auf Level 40 bringen. Das werden wir machen, denn wir werden viel trainieren, vor allem im Wasser. Und ja, danke fürs Zuschauen, Freunde. Bis zur nächsten Folge der Pokémon Randomizer Nuzlocke Challenge. Ich wünsche noch einen schönen Tag, Nacht, was auch immer. Servus!